Vorher müssen wir erstmal den Behälter für die Batterie finden. Und ich glaube, das können wir hier etwas weiter unten. Zombies gibt es hier ja nicht. Mir war, als käme auf der Brücke noch irgendwas. Aus dem Wasser raus. Mir war, als war da irgendwas. War das in der Hand da oder war das sonst irgendwas? Ich weiß nicht mehr. Hier ist jedenfalls nichts. Was Ärger machen könnte. Da hinten liegt noch was. Tagebuch des Werkleiters. 10.5. Verdammt! Warum wird nochmal Industrie hierher gebracht? Diese Anlage gehört der Umbrella Corporation. Von viel Müll können wir nicht verarbeiten. Noch dazu schicken sie uns Giftmüll, den wir nicht entsorgen können. Was sollen wir damit machen? 24.7. Die wollen scheinbar das Werk schließen. Kein Wunder, nach dem, was hier lief. Es war nötig, aber ziemlich plötzlich. Bislang war ihnen auch egal. Hauptsache, ich komme hier raus. Mir ist egal, was die tun. Okay, die wollten scheinbar das Werk schließen. Wenn ich mir angucke, was hier so rumläuft, kann ich auch vollkommen nachvollziehen oder verstehen, dass das Werk geschlossen wird, weil ja, hier rennen ziemlich viele bioorganische Waffen herum. In so einem kleinen Aufklärungswerk oder so, wie auch immer das Ding hieß. Eine Tür. Oh fuck, das ist er wieder. Und er sieht ziemlich wütend aus. So, jetzt ist es, glaube ich, once and for all. Ein für alle Mal müssen wir ihn zerstören. Diese bioorganische Waffe. Und diesmal haben wir Billy an unserer Seite, der uns dabei unterstützt, wenn er das mal machen würde. Na, geht doch. Ja, ich glaube, wenn wir so rumrennen, können wir ein bisschen seine Attacken ausweichen. Okay, jetzt sind wir ein bisschen in der Falle. Das ist ein bisschen kombinieren. Oh fuck, das hat richtig gesessen. So, auf zu Runde 2. Ich hoffe, dass das, was wir an Schrot haben, für das Ganze reichen wird. Okay, das klicken wir jetzt mal einfacher weg, weil das kennen wir ja schon. Und Billy? Was sollte das denn gerade? Warum hast du mich geschossen? Ja, das war jetzt ganz traumhafter Start. Für das Ganze. Ja, ist wieder gesprungen. Das habe ich gerade gesehen. Oder gehört. Nein, nein, oh Scheiße, die Steuerung schon wieder. Hat wieder ein bisschen verdreht.
Wie viel hält er aus? Ah, ist immer noch nicht down. Wo im Moment? Nein! Oh Gott. Kombinieren. Na, dadurch habe ich jetzt natürlich keine Munition. Na, weil er gerade geschossen hat. Holy shit, wie viel hält denn der aus? Das ist ja richtig heftig. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ja. Das war's von Billy. Oh, scheiße, wie fällt denn der aus? Okay, wir sehen uns gleich wieder mit einer neuen Strategie. So, ihr seht meine neue Strategie. Und ich hoffe, das klappt jetzt. Es ist zwar schade um die Magnum-Munition, aber mir scheint gerade keine andere Wahl zu bleiben. Tyrant scheint echt eine ganze Menge an Munition zu fressen. Und ist gerade nicht ganz so optimal. Deswegen bleibt mir keine andere Wahl als diese eine Technik. Außerdem habe ich zugesehen, ich habe ein First Aid Spray im Petto, das ich für Billy investieren werde. Ich selbst habe mich schon geheilt. Und ich belasse es jetzt mal auf dieser Taktik und hoffe, dass es funktioniert. Wie viel der Typ aushält, ist Wahnsinn. So, ist noch irgendwo vielleicht Munition oder so auf der Karte. Im Labor ist, glaube ich, auch weiter nichts mehr. Also ein bisschen Pistolenmunition ist noch da oben. Das nehmen wir später mit. Und ich glaube, nein, da nicht. Observatorium oder so müsste auch noch was rumliegen. Ach, zwei Messer. Drei First Aid Sprays habe ich jetzt gezählt. Gut, das können wir uns leisten. Lass wir jetzt noch ein First Aid Spray benutzen gegen den Tyrant. Weil das Vieh muss sterben, das nervt. Und steht entscheidend im Weg. Deswegen müssen wir dieses Vieh beseitigen. Und die 5 Magnum-Schuss werden, glaube ich, extrem dazu beitragen.
Auch wenn ich sie gerne für den Final Boss gespart hätte, aber ich glaube, da kriegen wir sowieso noch mal Munition. Okay, auf ein neues. Wie Billy teils einfach mal eiskalt gar nichts macht. Finde ich auch recht merkwürdig. Billy, schieß doch! Da, Quietis an, der macht überhaupt nichts! Na, jetzt hat er eigentlich verstanden, dass er agieren sollte. Ja, voll in den Arsch geschossen. Oh, das hat bestimmt wehgetan. Okay. Erstmal aufladen. Er ist jetzt tot. Ich glaube ja. Boah, Gott. Endlich. Lieber noch auf. So, jetzt gehen wir noch mal kurz zurück oder gehen wir mal rein hier? Na doch, ich würde sagen, wir gehen mal. Oder ich schau mal nach, was hier ist. Wenigstens ist Tyrant weg, ein Problem weniger. Okay, sieht aus, als können wir beide rüber rennen. Let's go. Und zuerst gucken wir mal, was Tyrant hier bewacht hat. Und ob wir dort auch Munition bekommen. Was ich mal stark hoffe. Das Gute an der Sache ist, obwohl doch, ja. Ne, wir haben es First Aid Spray behalten. Das ist gut. Das finde ich nice. Und die Magnum können wir erstmal hier lassen, weil dafür haben wir gerade keine Munition übrig. Aber wir haben noch Granaten. Und das ist doch irgendwie auch sehr schick. Die Musik hier oben, ganz bedrohlich. Ja, da oben ist die Platine. Die brauchen wir nämlich für den Fahrstuhl. Systemplatine. Der Trennschalter wurde zerstört. Der Strom scheint von der Reserveaggregat zu kommen. Ansonsten scheint hier oben nichts zu sein. Klasse. Hoffen wir, bald neue Munition zu finden.